Hallo Freunde, mein Name ist Alberto und willkommen zum Beatbox-Unterricht 2.0. Heute werde ich euch zeigen, wie man einen Beat allein mit dem Mund machen kann und wie man eine Melodie, die man durch die Nase erzeugt, auf den Beat draufsetzen kann. Möge die Macht mit uns sein. Gemeinsam sind wir stark. Als allererstes brauchen wir die Bass. Sag einfach PA, wie PA, lass mich in Ruhe. Oder sag PAPA, wie PAPA, kannst du mir Geld leihen? Nun lass dir das A und das H einfach weg. Und schon habt ihr kompliziert aus. Aber sag einfach nur, bist du bescheuert? Bist du nur ganz dicht? Bist du heute Abend auch da? Ihr schafft das schon. Schritt für Schritt werdet ihr euch dem Ziel näher. Nun kommt der Hi-Hat. Stell euch einfach vor, wie ihr zu einem kleinen Kind seid. So geht das aber nicht, mein Freundchen. Genau so geht das. Ihr schafft das. Super, keine Frage, das beginnt. Ja, und den Beat. Wollen wir uns ihn mal anhören? Okay, ich bin auch schon ganz aufgeregt. Stopp! Ich habe hier meinen Pitcher. Und damit werde ich die Geschwindigkeit regeln. Los geht's. Hier habe ich jetzt die Melodie, die ich mit der Nase erzeugen werde. Wollt ihr sie mal hören? Dann habe ich auf dieser Seite den Beat und auf der anderen Seite die Melodie. Ich packe noch beides zusammen. Zusammenlaufen lassen. Aber wartet, mir fehlt eins. Wer coole Beats macht, muss auch cool aussehen. Los geht's. Für die Leute unter euch, die es etwas schwerer haben wollen, tauschen mit aus. Also die Snare mit der Inline-Snare. Glaubt ihr, ihr schafft das? Probiert es mal. Ich sehe, ihr schafft es. Aber für die, die es ganz schwer haben wollen, die machen noch einen. Zugeschnalzen, wie man Tischtennis. Habt ihr verstanden? Probiert es mal aus. Okay, und die, die ein bisschen jazzy eingestellt sind, nehmen Trompete und machen das Ganze etwas grooviger. Stopp. So weit sind wir noch gar nicht. Wie die Trompete geht, verrate ich euch im Beatbox-Unterricht Teil 3 bzw. 3.0. Möge die Macht mit euch sein.